Hallo alle zusammen, wir machen jetzt ein Kartoffel-Karotten-Curry. Und zwar, was ich schon vorbereitet habe, ist, dass ich hier schon Zwiebeln drin habe, Knoblauch und Öl. Dann machen wir die Platte mal an. Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox und die Zutaten. Ich habe jetzt die Kartoffeln schon soweit vorbereitet, dann die Karotten. Hier an der Seite habe ich noch Sahne und Milch, denn wir nehmen diesmal kein Wasser, sondern Sahne und Milch. Dazu kann ich jetzt eigentlich auch schon mal etwas Gemüsebrühe geben. So, dann gebe ich auch schon die Kartoffeln und die Karotten mit dazu. Man kann das bisschen mit anschwitzen. Jetzt lösche ich das Ganze ab. Dann kann man es in Ruhe würzen. Und zwar, ich gebe hier einmal etwas Piment mit dazu. Ah, ich habe es wieder vergessen. Wir brauchen noch Tomatenmark. Das kann man eigentlich mit anschwitzen. Eben so lustig. Eben habe ich noch gedacht, diesmal vergesse ich es ja nicht, weil ich es hier schon liegen habe. Naja, ihr könnt es einfach kurz mit anschwitzen. So, dann, wie gesagt, Piment. Dann geht es weiter mit Pfeffer. Dann natürlich Curry. Etwas Kurkuma. Etwas Cayennepfeffer, Chiliflocken, etwas Muskatnuss, ja, und das sind jetzt erstmal unsere Gewürze und jetzt kommt der Deckel drauf und dann soll das Ganze einfach vor sich hin köcheln. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Was ich noch gemacht habe, ist einfach, dass ich noch Salz dazu gegeben habe. Das stand irgendwie gar nicht im Rezept mit drin. Das hat mir aber voll gefehlt und ich habe das Ganze noch ein bisschen intensiver dann gewürzt. Ich habe am Anfang ein bisschen Schiss gehabt, weil wir ja Pfeffer, Cayenne, Pfeffer, Chili, alles Mögliche drin haben, dass es dann sonst zu scharf ist. Deswegen war ich da ein bisschen vorsichtiger. Das habe ich einfach noch ein bisschen intensiver gewürzt, aber das ist ja wieder einfach Geschmackssache. Und so schmeckt es echt super, super lecker. Habe es natürlich schon probiert, sonst hätte ich es ja nicht weiter abgeschmeckt. Deswegen kann ich das jetzt schon mal sagen. Und jetzt probieren wir aber nochmal zusammen. Schmeckt so lecker. Wirklich mega. Eigentlich steht im Rezept noch drin, dass man ein bisschen Worcestersoße hier noch drüber geben kann. Habe ich jetzt weggelassen, obwohl ich sie da habe. Aber das schmeckt mega. Müsst ihr wirklich unbedingt nachmachen. Und ich finde überhaupt nicht, dass irgendwie Fleisch oder sowas fehlt. Und ja, was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!